Okay, Zeit aufzustehen und den Tag zu begrüßen. Komm schon, du kannst nicht immer schlafen. Glaub mir, ich hab's versucht. Ballons? Tja, wenn es für ein Haus funktioniert, warum nicht auch für Haare? Schaut euch diese Nägel an. Deshalb sollte man im Nagelstudio immer Trinkgeld geben, Leute. Und Ballons nicht mit Schlagsahne füllen. Sieht aus, als wären die Regenschirme keine große Hilfe gewesen, aber dieses Mädchen hat es voll im Griff. Sieht aus, als hätte Rapunzel hier drüben nicht so viel Glück. Viele Haare bedeuten viel Wasser. Zum Glück hat sie eine Geheimwaffe. Hoffen wir, dass dieses Gerät auch abliefern wird. Hat es im vorherigen Video nicht für Hunde funktioniert? Ja, ich wusste es. Alles, was es in der Welpenausgabe gibt, muss vertrauenswürdig sein. Voller Erfolg. Es funktioniert also auch für Menschen. Puppen wecken einfach immer unrealistische Erwartungen. Ich meine, wo ist mein Traumhaus? Aber sie können auch inspirieren. Wie dieses Mädchen und ihr Haar. Wow, das ist wirklich mal was komplett Neues. Nun, Barbie war schon alles. Von Astronautin bis zur Prinzessin, warum also nicht auch eine Haarnadel? Oder eine Haarmeerjungfrau? Ich frag mich ja, wie man jemanden mit grünem Haar nennt. Grünette? Meerwasserblond? Nun, wie auch immer, wir sind uns einig, dass man das hier eine Sauerei nennt. Hoffen wir, dass das hilft. Wow, es hat den Job erledigt. Leider kann es nicht viel ausrichten gegen was auch immer das ist. Sport kann ein wichtiger Bestandteil des Beauty-Programms sein. Man weiß nie, ob der verschwitzte Look nicht doch noch in wird. Autsch, vielleicht sollte sie sich eine Badekappe zulegen. Irgendetwas parat? Ich schätze, dieser Schnürsenkel funktioniert ganz gut. Zumindest bis ihre Schuhe abfallen. Schaut euch das an, hübsche Schleife! Zeit für einen neuen Look. Suchen wir uns zunächst eine schöne Formbrust. Wow. Dann können wir uns bei der Farbe austoben. Und mit diesem Zeug sind uns keine Grenzen gesetzt. Und man sagt, Blondinen haben mehr Spaß. Komm schon, lila wirst du nicht bereuen. Und schaut euch das an, durch die Hitze färbt es sich rosa. Wie bei diesen Puppen, deren Haare sich im Wasser verändern. Gute Idee, warum nur eine Farbe? Aber können wir nächstes Mal Karos versuchen? Was für ein sonniger Tag. Oh nein, ein Wirbelsturm. Tante Emmy, Tante Emmy! Nun, so kommt man auch zu mehr Volumen. Vielleicht kann ja eines dieser Gadgets helfen. Aha, eine Warmluftbürste. Sei nur vorsichtig beim Anfassen. Hier ist eine Idee. Glätte die eine Hälfte und lass die andere Hälfte, wie sie ist. Das ist ein echter Hingucker. Tja, und das funktioniert auch. Was wird sie als nächstes tun? Nicht glätten! Wo ist Heißwachs, wenn man es braucht? Versprich mir nur, dass du das Ganze mit dem Rock verdeckst. Lecker. Oh, hast du da Käse auf deinem Hotdog? Das ist kein Käse, oder? Vielleicht können wir mit den ganzen Haaren was machen. Wir kleben es fest. Kombiniere es mit einem Kopftuch und du bist voll in Mode, wenn Ponys wieder in sind. Erst hast du dir die Mühe gemacht, dein Haar zu glätten und jetzt willst du es locken? Mode ist vergänglich.
aber es muss ja nicht gleich teuer sein. Vielleicht bekommen wir den richtigen Look mit diesem Gürtel. Also, ab in dieses magisch erscheinende Bett und schlafen. Mal sehen, wie es geworden ist. Wow. Es ist toll geworden. Wow. Zeit für ein Selfie. Zugegeben, es ist immer Zeit für ein Selfie. Heute ist ein neuer Tag, also der perfekte Zeitpunkt für einen neuen Look. Was haben wir da? Irgendeine Idee? Mal sehen, ein paar Farben und ein Pinsel. Oh nein, der hat keine Borsten mehr. Oh, was ist das für ein Blick? Denkt daran, Kinder, macht das nicht zu Hause. Zumindest nicht ohne zu fragen. Oh, sie macht aus dem Haar und Bleistift einen Pinsel. Hätte sie nicht ihr eigenes Haar benutzen können? Funktioniert das überhaupt? Nun, bisher sieht es gut aus. Und ihr scheint es zu gefallen. Ach, Süße, wenn du wüsstest, was ich weiß, würdest du zumindest eine kostenlose Probe verlangen. Keine Sorge, das sind nur Haare. Ich bin sicher, dass es nachwächst. Ein Date? Du willst sicher gut aussehen. Ja, sei vorsichtig beim Essen und mach das besser nicht. Das ist ja wie die Braut von Frankenstein. Sie lebt! Sie lebt! Ja, das Fazit ist, dass jeder Typ, der Feuchttücher bei sich trägt, ein guter Mann ist. Mit dieser Bürste kannst du die statische Aufladung loswerden. Alles ist wieder gut. Und tun wir einfach so, als würde das Date jetzt erst beginnen. Okay, bei all diesen Problemen sollte sie vielleicht eine Bob-Frisur in Betracht ziehen. Dann versuchen wir es mit der nächstbesten Lösung, einem Haarreif. Oh, mit Heißkleber? Sie klebt kleine Spängerchen an? Oh, verstehe, die helfen, ihre Haare zurückzuhalten. Viel besser. Und wenn Ponys wieder in Mode kommen, hat sie ja noch das Klebeband. Wow, das war wirklich eine haarsträubende Folge, nicht wahr? Bis zum nächsten Mal.